Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity. So, das erste, was wir machen, ist für Edda im Palast des Dukes von Trutzbucht, beziehungsweise in den Archiven, nach etwas über seinen Bruder zu suchen. Aber ich denke, wir gucken uns vorher im Uhrzeigersinn einmal um. Das heißt, wir gehen erst da rein, dann da hoch, wo wahrscheinlich die Archive sind. Entweder die Archive oder das Arbeitszimmer des Dukes, so wie das aussieht. Das hier sieht wie der Thronsaal aus. Das könnten vielleicht noch die Archive sein, wobei das eher wie eine Rüstkammer aussieht. Right. Also gehen wir zuerst zum Magran-Schrein. Strahlendste Magran, verwandle uns mit deiner Flamme. Eine Steinfigur einer Kriegerin blickt auf ihre erhobene Hand. Sie ist leer, doch die Handfläche und die Finger sind geschwärzt. Ja, weil Magran eine Flamme wohl in der Hand hielt. Und ja, hier gab es auch wieder einen Übersetzungsfehler. Eine Kriegerin. Was ich dazu noch sagen wollte, und zwar habe ich gelesen, es gibt mittlerweile einen deutschen Fanpatch, der den ersten Akt, die ganzen Rechtschreibfehler korrigiert und alles. Aber da wir schon aus dem ersten Akt raus sind und ich auf Nummer sicher gehen wollte, habe ich den jetzt nicht installiert. Ich habe aber gehört, dass Obsidian plant, wenn der Patch fertig sein soll, dieser Fan-Patch, dass sie ihn in ihren nächsten Patch mit integrieren, worauf ich mich schon freue, dass ich endlich mal eine richtige deutsche Übersetzung habe und nicht überall solche Sachen wie da zum Beispiel Intellekt minus 1. Und ich auch endlich mal identifizieren kann, könnte, was auf der einen Schriftrolle steht, die ich da wahrscheinlich noch habe. Gekritzelter Brief, Brief, Ta, Tapferkeit plus 10, Tapferkeit plus 15. Das könnte ich eigentlich mal schnell machen. Spiel. Änderungen speichern, ja. So, jetzt müsste hoffentlich der Brief übersetzt sein, dass ich ihn auch verstehe. Tethered Note. Ah, okay. Jetzt ergibt das Ganze einen Sinn. Das hier ist nämlich das Ding, wo nur Tapferkeit plus 10 drauf stand. I need to deliver or howl for corn to sell. Also ich muss howl. Also ich muss unsere Ware oder unsere Kisten oder so zu Korn bringen, liefern. Also jemand braucht jemanden, der diese Waren liefert. Er wird nicht zu dir reden, solange du nicht die Worte Ik Nibeon El Feon sagst. Er ist nur im Geschenk zu finden in der Nacht. Das war unser spießgeselliger Händler. Item Type? Ja, das sieht am besten aus. Wir haben hier übrigens noch solche Sachen hier, die wir wahrscheinlich verkaufen können. Wie Löwenhäute und so, aber egal. Jedenfalls wissen wir jetzt schon mal, wie wir auf das Passwort gekommen sind. Gut, dass ich mal kurz in Englisch umgestellt habe, um das zu klären. Stellen wir wieder auf Deutsch. So. Und reden jetzt mal mit ihr hier. God's keep you. Der Kopf der Frau ist geneigt, ihre Lippen bewegen sich. Sie betet. Als du dich ihr näherst, siehst du, wie sie kurz auf die Statue neben sich blickt. Sie bemerkt dich und zwingt sich zu einem Lächeln. Gepriesen sei Magrat und willkommen in ihrem Tempel. Wie kann ich dienen? Du scheinst aufgebracht zu sein. Was ist passiert? Sie lässt die Schultern sinken. Es geht um die Feuer, nicht wahr? Sie legt dir eine Hand auf die Schulter. Sie sind nur Symbole. Du kannst deinen Glauben nicht in sie setzen. Die Feuer? Sie seufzt. Die heiligen Scheiterhaufen in der ganzen Stadt. Du musst die Statuen der Göttin in der Stadt gesehen haben. Du weißt schon, die leeren Kohlenbecken, die
die leere Kohlenbecken hochhalten. Ich halte sie seit 15 Jahren durchgehend am Brennen, ich konnte sie aber seit Monaten nicht mehr beschwören. Und heutzutage müssen sie die Menschen öfter sehen als je zuvor. Dann entzünde sie, ich habe hier viele Flammen gesehen, was soll das heißen? Es sind meine Hingabe und meine Gebete, die sie brennen lassen. Doch in letzter Zeit, wenn ich versuche zu beten, kann ich nur an all die Hohlgeburten in der ganzen Stadt denken. An die trauernden Familien, an die Flüchtlinge. Sie schüttelt den Kopf. Wie konnte Margaret zulassen, dass wir derart leiden? Welche Stärke erlangen wir von einem seelenlosen Kind? Du uns Gunst abwertend. Welche Stärke erlangen wir aus der Not, aus Prüfungen und Proben? Die Feuer löschen nicht, weil ihr an Glaube mangelt, sondern weil sie nicht weiß, wie man einer Hure treu sein soll. Sehr taktvoll, Durenz. Eine Hure will weder Lob noch Hingabe. Eine Hure will für ihre Dienste bezahlt werden und Margaret wird mit Schweiß und Kampf und Schmerz bezahlt. Diese heulende Närrin ist Margarets weiblicher Hitze nicht würdig. Und dadurch wurde dein Glaube erschüttert? Sie nickt und fährt sich mit den Händen durch die Haare. Ich glaube aber, dass Margaret vielleicht wieder zu mir spricht. Sie runzelt die Stirn und wirft dir einen kurzen Blick zu. Das wird für einen wie dich wahrscheinlich ziemlich weit hergeholt klingen. Ich hatte jüngst Visionen, ein Ort in der Wildnis mit Becken, die mit farbigem Sonnenschein gefüllt sind. Seltsame Fälle, die in den Himmel zu fließen scheinen, auch wenn sie in die Erde plätschern. Sie hebt die Hände, als würde sie ein Bild in ihrer Vision einrahmen. Und hinter den Fällen liegt eine Höhle, gefüllt mit Feuer und Hitze und Gefahr und irgendein Zeichen meiner Göttin. Ich weiß, dass dort etwas ist, doch wo es ist oder wie ich dorthin komme, sie schüttelt den Kopf. Ich wollte mich in der Expeditionshalle umhören, um zu sehen, ob jemand etwas mit der Beschreibung anfangen könnte. Doch um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was ich tun würde, selbst wenn ich den Ort gefunden hätte. Das müssten die Feuerfälle sein. Da haben wir eine Notiz drüber gefunden. Unwürdig wie so viele von Margarets Anhängern, fürchtet sich vor den Prüfungen ihrer Gottheit. Wenn Margaret zu ihr spricht, dann um dem Leben einer Heuchlerin ein schnelles Ende zu bereiten. Und diese Vision ist gewiss eine Todesfalle für die Schwachen. Welche Bedeutung haben die heiligen Scheiterhaufen? Sie symbolisieren Margarets Macht und Führung. Und momentan muss den Menschen von Todsbruch ihre Präsenz versichert werden. Sie verschränkt die Arme und starrt auf die Statue. Unsere Nachbarn in den Valianischen Republiken betrachten uns als Abergläubige. Wir sind einfach nur empfänglich für die Zeichen und Warnungen der Götter. Also ja. Dass sie abergläubisch sind, kann man laut sagen mit ihrem Weitwens-Vermächtnis. Weil sie glauben, dass Weitwen Eotas war. Wobei, das will ich im Augenblick nicht in Frage stellen. So gut kenne ich die Lore von Pillars of Eternity auch nicht, um zu sagen, dass Götter hier nicht als Menschen rumwandeln können. Noch was. Also, noch was? Ich würde gern mehr über diesen Tempel erfahren. Margaret ist die am meisten fertige Göttin der Dürr-Valdaner. Deswegen ist es nicht überraschend, dass ihr Tempel gleichzeitig Teil des Palastes des Dux ist. Ihre Feuer symbolisieren Prüfungen, Revolutionen und das Lodern neuer Pfade. All dies ist für uns von Bedeutung. Sie deutet auf die Statue. Dies ist der erste der heiligen Scheiterhaufen. Wenn dieser entzündet ist, dann brennen auch die anderen in der Stadt. Auf Wiedersehen. Neue Quest, Asche des Glaubens. Die könnte mit Duwens Quest zusammenhängen. Mit den Prüfungen von Duwens. Fürgar, ruhige, begeisterte Magrans wurde durch die Hohlgeburtenkrise in Todsbruch in ihren Glauben entschüttert. Dementsprechend war sie nicht in der Lage, die heiligen Feuer der Stadt am Brennen zu halten. Sie sind ein Symbol für Triumph und Schutz und waren noch nie so wichtig wie heute. Fürger hatte Vision über eine Höhle an einem Ort mit mehrfarbigen Becken und einem steilen Wasserfall. Sie glaubte, dass dort etwas ihren Glauben wiederherstellen würde. Doch sie glaubt auch, dass etwas anderes dort versuchen wird, sie zu töten. Wenn ich diesen Gegenstand für sie finden kann, dann könnte sie ihren Aufgaben wieder nachgehen und die heiligen Feuer von Todsbruch wieder zum Leben erwecken.
Völker wusste nicht, wo sich der Ort ihrer Vision befinden könnte. Doch jemand in der Expeditionshalle könnte es wissen. Ich habe eine Karte gefunden, auf der ein Ort namens Feuerfälle markiert wurde. Es ist eine weite Reise, doch wenigstens weiß ich jetzt, wo der Ort liegt. Okay. Gut, eine neue Quest für uns. Hallo, Schmelztiegelritter. Sehr viele. Edelmänner. Wir können zufällig nicht hier auf den Balkon gehen. Nein. Und einfach mal zuhören. Archivar, genau den brauchen wir doch. Greetings. Ein schwankender Mann mit graumeliertem Haar grübelt über einem Wälzer. Graumeliertem Haar, also mit wahrscheinlich grau untersetztem Haar, den er erst gerade aus dem Regal gezogen hat. Er blickt mit übernächtigten Augen zu dir hoch. Junge, du brauchst Schlaf. Ja, kann ich etwas für dich tun? Ich suche nach Milizregistern aus dem Krieg des Heiligen. Ich versuche herauszufinden, was mit einem bestimmten Milizionär geschehen ist. Der Mann räuspert sich. Wir hatten schon mehrere Anfragen über solche Informationen. Ich befürchte, dass wir den Zugriff der Allgemeinheit sperren mussten. Anscheinend gibt es im Dürrwald noch immer etliche Leute, die Red Keranern gegenüber Feindseligkeit hegen. Ihren Namen einfach an jemanden anzugeben, der nachfragt, wäre unmöglich. Viele von ihnen haben sich hier als Flüchtlinge niedergelassen. Wenn du in Trutzbucht bekannter wärst, würde es sich anders verhalten. Ich habe aber keinen Grund zur Annahme, dass du dich in irgendeiner Form von den anderen unterscheidest. Wir haben einen weiten Weg hinter uns. Ich muss nur etwas über meinen Bruder herausfinden. Ich weiß nicht mal, für welche Seite er gekämpft hat. Ich bitte um Verständnis, aber ich habe schon viele derartigen Geschichten gehört. Ich fürchte, ich kann nichts für dich tun. Leb wohl. Okay, wir müssen in Trutzbucht erst bekannter werden. Das heißt, vielleicht, wenn wir etwas für den Duck tun. Oder für andere Leute. Weil wir können nicht einfach so in den Archiven rumplündern. Let's see what lies this way. Hier sind noch ein paar einfache Helme drin, die brauchen wir nicht. Und hier ist wohl abgesperrt. Nur mit offizieller Einigung ist die Teilnahme an der Anhörung der Beseelung erlaubt. Okay. Dann gucken wir uns mal hier im nächsten Flügel um, wenn das nicht gerade wieder ein Ausgang ist. Also ja, wenn wir zum Beispiel Magran helfen, wenn wir den Beseelern helfen, wir haben ja Schriftgelehrten helfen, dann dürften wir hoffentlich etwas bekannter werden hier. Gut, wir haben schon ein paar Leuten hier geholfen, aber das war eher Peanuts. Oh nein, es ist nur der Nebenausgang. Hey, you think we could get another dog? Keep this one company? Just a thought. Hey, könnten wir noch einen anderen Hund holen? Könnten wir theoretisch, aber ich habe leider keinen zweiten Slot frei für ein Haustier. Sonst würde ich das gerne machen. Oh, und sie kann den Alkohol haben, der schützt ja. Habe ich sonst noch irgendwas Tolles? Trank der flinken Füße. Eisenhauttrank, den kann sie haben. Den kann sie benutzen. Und schwache Regeneration. Kann sie auch gut gebrauchen. Bollwerk gegen Elemente. Na, ist eher für Edder. Du bist auch eher was zum Verfüttern, sozusagen. So, der kann mal weggepackt werden. Was hat Kana? Geisterschild und einen Haufen Schriftrollen, die wir unbedingt mal ein bisschen verbraten sollten.
So, das heißt, wir sind auch im Urfeuer fertig. Nächster Schritt wäre dann wohl wahrscheinlich für die Ewigkeit. Also das ist Kupferweg. Gut, das heißt, wir kehren jetzt in den Kupferweg zurück. Wie machen wir dann am besten weiter? Muss ich mal gerade überlegen.